Moin zusammen und willkommen zu Let's Play Outward. Ich war gerade fast wieder bei Skyrim. Aber Skyrim, es liegt ja jetzt gerade hinter mir. Jetzt muss ich nur mal eben schauen. Ich sehe keinen Sound, das ist schlecht. Sekunde mal eben. Doch, passt alles. Passt alles, passt alles. So. 2 Wochen, kein Upload. Ja, war leider krank. Und hat sich ewig gezogen. So, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Wir hatten hier Golem-Rapier. Den Dude gekillt, ne? Und damit habe ich das dann beendet. Aber waren hier noch irgendwelche Sachen? Nein, ich habe, glaube ich, alles eingesammelt. Ich habe auch die Taschen voll. Wirklich massiv voll. Wir müssten mal wieder runter zu den Wächtern und dort einige Sachen verkaufen. Wir sind ja wieder zurück zur Halbinsel gegangen, da in Berg ja jetzt auch dieses eine Riesenviech war, was ich überhaupt nicht tot kriege. Da müsste ich mir nochmal überlegen, wie ich das überhaupt klein kriegen kann. Denn der ist mir durch 10 Fallen durchgerannt und hat... Ja, war davon nicht beeindruckt. Und das hat mich beeindruckt. Und deswegen sind wir jetzt wieder im heldenhaften Pfad vom Konfluxgebirge in der Halbinsel. So. Genug zusammengefasst. Ich muss jetzt erstmal hier... Oh, da ist ein Vorkommen. Das nehmen wir aber noch mit hier, ne? Jetzt müssen wir erstmal... Ach du gute Güte. Das hat's jetzt gemacht? Weißt du was? Ich hab den Plan. Ich schmeiß einfach die hier weg. Dann bin ich um einiges schneller. Die ist sowieso nicht viel wert, die Pilzhellebarde. Und dann... Machen wir uns mal... Oh, ist da ein Schundhaufen? Achso, der ist leer. Machen wir uns mal auf, wieder zu den Wächtern zu gehen. Da ist jetzt auch wieder 2 Wochen vorbei... das zusätzlich 2 Wochen zurückliegt, dass ich hier aufgenommen habe. Weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich würde sagen, den gelben Pfad hatten wir geklärt. Den blauen Pfad auch und den... Roten haben wir jetzt nur noch einfach, weil ich da nicht zurücklaufen konnte, um den Golem zu machen. Ah, genau, stimmt. Sowas. Einen roten Pfad konnte ich zurücklaufen, da war so eine Tür zu. Warum war da nochmal eine Tür zu? Naja, keine Ahnung. Jedenfalls. Ist der Hebel unten oder ist der oben? Er ist unten, perfekt. Jedenfalls gehen wir jetzt runter, sind da mit dem Konfluxgebirge, glaube ich. Doch, dann sind wir durch. Dann haben wir alle Pfade, jeden Pfad einmal gemacht. Und der schnellste Pfad ist der heldenhafte. Ja. Hier kann man ganz... Fuck! Hier kann man ganz viel auslassen und muss gar nicht so viel töten. Gut. Dann gehen wir mal wieder nach oben. Ich hoffe, die Tür ist auf. Ja, ist offen, perfekt. Wunderbar, dann können wir hier auch durch. Jetzt muss ich nur noch aufpassen, da ist nämlich noch genau so eine Stolperfalle, Stacheldrahtfalle. Druckplattenfalle mit Stacheln. Gute Güte. Schwieriges Wort. Achte besonders auf die Warnungen unten links. Dort erfährst du, dass du hungrig bist, deine Waffe beschädigt ist und so weiter und so fort. Das wissen wir alle schon. Ja. Steht da jetzt ein Dino? Ist der noch am... Nein, der ist umgefallen. Okay, perfekt. Ich war gerade sehr hart verwirrt, weil... ich der festen Überzeugung nach wie vor bin, dass hier alles tot ist. Alles. Außer halt die Wächter, ne? Also die freundlich Gesinnten. Und doch, hier ist auch alles tot. Ich kann den nicht mal mehr anklicken. Okay. Kann ich ihn nicht mal anklicken. Ich hoffe, der Händler hat noch genug Geld, um alles abzukaufen, was ich ihm gleich geben möchte. Ansonsten müsste ich irgendwelche Gegenstände von ihm kaufen.
Denn mit so viel Taschengewicht will ich da tatsächlich nicht rausgehen. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe nochmal zurück nach Sierzo, um mal ein bisschen abzuladen. Oder wenn das Taschengewicht es zulässt, gehen wir gleich den nächsten Ort erkunden. So. Was sind wir schon mal? An die Oberfläche zurückkehren. Ja, habe ich auch vor. Aber erstmal, genau, gib mir mal den hier. Wo ist die Meister? Da ist die Meisterhändlerrüstung. Dann kann ich jetzt anfangen zu verkaufen. Du kannst in einem unserer Boote an die Oberfläche zurückkehren. So, was haben wir denn hier? Golem-Rapier kaputt. Wenn es kaputt ist, ist es ja nichts wert, ne? Ex? Behalt mal eins. Ich weiß nicht, ob man damit noch was machen kann. Den brauche ich nicht. Die verkaufe ich. Das kann weg. Das auch. Die kann weg. Die habe ich nämlich schon. Die eine Laterne kann verkauft werden. Ich weiß halt nicht, ob ich die schon gelernt habe. Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Okay, ich verkaufe einfach erstmal nur das. Sekunde. Irgendwas, was ich haben möchte? Nö, ne? Nö, der hat nichts, was ich haben möchte. Nee. Gut. Kann ich das lernen? Nein. Kann ich das lernen? Nein. Ich habe 5 Holz. Bauen wir doch mal hier ein Lagerfeuer. Und stellen das mal hier auf. Aber ein bisschen weniger Kram in der Tasche. Wo ist es denn? Ach hier. So. Du kannst in einem unserer Boote an die Oberfläche zurückkehren. Also. Den Pelzhelm brauche ich draußen nicht. Die gepolsterte Rüstung kann man auch, wenn man möchte, sich kaufen. Brauche ich auch nicht. Die beiden können weg. Damit bin ich dann, denke ich, durch. Verkaufen wir eben. 448. Hat der einen Goldbarren? Nein, hat er nicht. Das ist ja doof. Warum hat er kein Gold? Egal. Wir haben dann alles, denke ich, verkauft, was verkauft werden sollte. Ja, Inventar sieht gut aus. Jetzt brauche ich nochmal. Wo ist mein Speker? Warte. 4-2 war Wert. 3-1 war Licht. 1-2 war physischer Schutz. Und jetzt war 4-3 Blitz. 4-3 war Falle. Gut, dann war 3-4 Blitz. Hab wieder alles. Perfekt. Gut, dann zurück nach Sierzo. Taschen sind super platzend voll. Da können wir gar nichts mehr reinstopfen. Dadurch, dass übrigens im heldenhaften Pfad alles... Ui, ist das hier dunkel. Alles wieder am Leben war, wird sehr wahrscheinlich in den anderen Höhlen, wo wir schon drin waren, auch wieder alles am Leben sein. Ich werde da jetzt aber nicht reingehen. Erstmal können wir hier diese wunderschöne Musik genießen, nachdem ich mir mal eben schnell hier einen Tee reinpfeife, damit ich nicht erfriere. Okay, das reicht nicht, wie es scheint. Das ist nicht gut. Habe ich noch irgendwas, was für kaltes Wetter hilft? Wärmende Eigenschaften. Ja, damit. Hat auch nicht geholfen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wie viel Uhr haben wir? 3 Uhr. Ich bin mir überlegen, wir könnten sonst halt auch einfach da reingehen, denn tagsüber sollte das hinhauen. Aber ich habe gar keinen Platz mehr in der Tasche. Ne, wir laufen jetzt halt bei Kälte dann. Ich habe doch hier noch irgendwo eine improvisierte Fackel, oder? Nicht? Doch. Ich wollte doch schon sagen, das kann ja nicht sein. So, jetzt habe ich... Ah, guck mal. Jetzt haben wir auch genug Wärme, damit wir nicht erfrieren. Wir können uns mal eben schnell nach Sierzo zurück huschen. Bedeutet aber nicht, dass wir unterwegs nicht noch Eisen und so weiter abbauen. Denn es liegen 3 reiche Eisenadern, wenn ich mich nicht vertue, auf dem Weg. Ne, 2.
Zwei liegen safe auf dem Weg. Und die würde ich mitnehmen. Die andere ist auch hier gleich um die Ecke noch. Müsste hier oben links sein. Wenn ich sowas hier sehe, dann weiß ich nicht, ob ich mich auf den Winter freuen soll. Warum? Ja, zum einen, Schnee an sich ist schön. Aber wenn du dadurch die ganze Zeit mit dem Auto fahren musst, mich selber stört es nicht, durch Schnee zu fahren. Aber die anderen, eine Menge anderer Autofahrer stört es total. Die haben richtige Probleme damit. Immer wenn es anfängt glatt zu werden, siehst du immer nur Unfall, 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 Unfall. Man darf halt nicht schnell beschleunigen und nicht rapide bremsen. Dann klappt auch alles. Auch bei Schnee und Lette. Sonne geht schon auf da hinten. Vogeleier. Die lassen wir aber nicht liegen. Die Beeren natürlich auch nicht. Es wird übrigens jetzt dadurch... Es wird einfach jetzt nicht mehr jeden Tag, denke ich, eine Outward-Folge kommen. Alle zwei, alle drei Tage, immer mal wieder. Es ist sowieso, also Outward an sich scheint auch nicht so vielen zu gefallen wie Skyrim. Ist ja auch ein größerer Name, Skyrim, also Elder Scrolls gerade auch, als jetzt Outward. Ändert aber nichts daran, dass ich das Spiel Outward an sich ziemlich cool finde. Also es macht mir einfach Spaß, hier Sachen zu erkunden und man hat nicht dieses Explodieren der Charaktere, dass die irgendwann so krasse Halbgötter sind. Ich meine, klar, die magische Falle, die jetzt gelernt wurde, die macht echt eine Menge Schaden aus bei vielen Gegnern, die ich vorher nicht mal ansatzweise klatschen konnte. Aber wenn ich nicht aufpasse, dann hauen die mich halt immer noch aus dem Leben. Und das ist das, was ich finde vom Charakter-Development, also von der Charakterentwicklung her, was mir an Outward doch schon recht gut gefällt. Kann natürlich als zweischneidiges Schwert man auch sehen, ne? Man sich überlegt so, ja, aber irgendwann müsste man doch mal auch im Kämpfen, gerade mit dem Einhandschwert oder mit dem Zweihandschwert oder mit dem Kolben, je nachdem, womit man halt spielt, müsste man doch mal irgendwann auch mal eine gewisse Verbesserung sehen. So, die Verbesserung sitzt vorm Rechner. Die steuert das. Man kann auch in anderen Spielen wie Gothic, sage ich jetzt einfach mal, eins nicht so wirklich, aber im zweiten Teil, man kann in Gothic 2 ja auch schon ohne Rüstung und nur mit dem Kolben einen Snapper umhauen. Früher waren Snapper somit welche der meistverhassten Viechern von mir und meinen Brüdern. Die haben wir gehasst wie die Pest. Aber eigentlich kann man so gut wie jeden Gegner, wenn man es passend macht, schon von Level 1 an umhauen. Man muss nur gucken, okay, wie haut er jetzt zu? Wann kann ich zuschlagen? Es ist nicht oft und man macht nicht viel Schaden, aber man kann. Ich kann die Laterne mal ausmachen. Ist ja unnötig. Ah nee, kann ich nicht. Weil dann die Fackel auch aus ist. Okay. Fehler gelernt. Fehler bemerkt, behoben. Und weiter jetzt. Ja, mein Plan ist dann jetzt gleich auch, wenn wir ins Heer so angekommen sind, ich stash einfach eben schnell alles. Wobei, ich kann nicht alles wegstashen. Ich muss das verarbeiten, sonst verschimmelt's wieder. Okay, egal. Dann verarbeiten wir das halt. X. Genau, also mein Plan, wenn wir ins Heer sind, ich werde die Sachen verarbeiten. Ich werde alles verkaufen, was ich nicht sofort gebrauchen kann. Also, Gabärenstullen benutze ich nicht. 50 Tees, sage ich jetzt einfach mal. Denke ich auch nicht aus. Also dann werden entweder welche in Händler geschmissen von den Sachen, die halt verschimmeln können, und die Sachen, die nicht verschimmeln können, die kommen dann halt
In der Truhe. Wenn ich es überhaupt benutze. Also Fluchreiniger ist ja zum Beispiel sowas, was ich fast nie benutze. Nicht, dass er schlecht ist, nur ich vermeide es gerne, Flüche zu bekommen. Klar kann es immer mal vorkommen, aber die paar Male, da muss ich halt wegrennen. Oder Glück haben, dass ich einen gefunden habe. So. Benötigst einen Kochtopf auf einem brennenden Lagerfeuer, um Rezepte mit mehr als einer Zutat zu kochen. Wasser abkochen oder rohes Fleisch grillen? Oder rohes Fleisch grillen benötigt lediglich ein brennendes Lagerfeuer. Gut zu wissen. Sammle ich hier alles ein? Nein, keine Lust. Absolut keine Lust. So, das kann jetzt hier aber auch aus. Runenbuch, wo ist mein Runenbuch? Da. Wieder fleißig am Arbeiten, der Mann. So. Dann stellen wir gleich mal die Sachen unten auf. Ach, der gute alte Leuchtturm, ne? Hoppala. Ich habe E gedrückt aus Reflex, weil ich vorhin noch Skyrim aufgenommen habe. Und da muss man ja immer alles mit E betätigen. Und in Outward ist es ja F. So, warte mal. Gibt es Sachen, die ich jetzt schon wegpacken kann? Tarntrank, ja. Das. Ich brauche halt erstmal Platz für die Sachen, die auch wirklich dann gleich in der Verarbeitung landen, ne? So, Eisenschrott, ja, der wird auch verarbeitet. Das kann erstmal weg. Geld kann weg, das brauche ich gerade nicht. Die Edelsteine können weg. Palladium kann weg. Mana-Stein, das wird... Oh nee, die brauche ich. Ich Idiot. Ja, gerade. Oh, Mana-Steine, die können ja alle wieder weg. Nein, nein, die sind ja auch für Rezepte. So, was haben wir denn hier noch? Pilzriegel kann ich eigentlich mitnehmen. Ich glaube, aus Pilzriegeln kann man doch auch Reiseproviant machen, ne? Nehmen wir mal eben alles raus. Das habe ich schon einmal. Es könnte ein bisschen voll werden in der Tasche. Dann machen wir doch mal Platz mit den Sachen, die wir wirklich nicht gebrauchen. So. Fettfahren. Ja, her damit. Gute Güte. Wie viel Kram habe ich denn? 156. Das ist schlecht. Was wiegt hier so viel? Ach, Zelt kann rein. Guck mal. Hiervon kann ich einfach mal auf 40 wegpacken. Ja, guck mal, ist doch schon wieder ein bisschen mehr Platz. Ich hoffe, ich kann mit 157 Gewicht runterlaufen. Schwierig. Aber ich gebe mich nicht geschlagen. Ich habe noch ein paar Sachen auf der Pfanne hier. So. Ja, ich brauche ja auch ein bisschen Geld, ne? Fuck. Wofür brauche ich Geld? Brot. Muss ja Brot kaufen. Da ist noch Platz. Jetzt ist voll. Okay, warte. 1,3 zu viel. 1,4, perfekt. So, jetzt müsste ich auch... Ja, guck mal, so kommen wir noch ganz gut und schnell voran noch. So, womit starten wir? Aufstellen. Topf und Dingens aufstellen. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz. So, und ich denke, ich schalte euch dann jetzt einmal kurz weg, denn das wird
mindestens 15 Minuten dauern und ich würde gerne noch was erkunden in dieser Folge. Bis gleich. So, ich bin fertig mit allen Sachen. Also, mit den wichtigsten Sachen würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und wir können gleich wieder los. Vorher sieht man aber noch das 3Z-Symbol unten. Ist zwar ganz gut für unser Mana, aber nicht so gut für Ausdauer und Leben. Meine ich. Wir werden auf jeden Fall vorher nochmal schlafen. Und altbekannt schmeiße ich alles in den Stash und nehme danach nur die Sachen mit, die ich meine, die sinnvoll sind, mitzunehmen. So. Geldtechnisch sind es so circa 400 Silber geworden, die wir dazugekommen haben. Das ist, denke ich, schon mal ganz in Ordnung. Aber berücksichtigen. Ach scheiße, ich muss ja auch noch reparieren. Kunde. Nicht falsch machen. Ich habe nämlich nur noch eine Spitzhacke. Und die sollte auf jeden Fall voll einsatzfähig sein, wenn wir das nächste Mal auf den Weg gehen. So, nicht vergessen, Skills lernen ist verflucht teuer. Und dementsprechend sollten wir nicht einfach so sagen, oh ja, 2000, oh, locker, genug Geld. Nee, reicht gar nicht. Also bei dem Runenmagier habe ich, glaube ich, 3.500 gelassen. Lass mich lügen. Ich weiß es nicht. Also ich würde sagen 3.500. So, sind wir gut ausgeruht? Schlaf ist immer noch nicht so weit. Alter. Dann schlafen wir jetzt bis zum Morgengrauen durch. Also, hier fängt das Licht an. Dann schlafen wir jetzt sehr lange. Aber wer kennt's nicht, ne? Wenn man mal eine Nacht durchgemacht hat, dann kann man auch mal 10 Stunden schlafen. Wenn man es hinkriegt. Es gibt ja auch, ich sag mal, Betten, die das nicht zulassen. So, jetzt brauchen wir noch eine Harpune. Unseren blauen und roten Hut. Wobei, lass mich mal nachschauen. Ich mache nicht wirklich Frostschaden. Und alles ist identisch. Von den beiden. Alles. Schlagfestigkeit etc. Außer hier die Ausdauerkosten. Aber das ist egal. Nee, ich nehme jetzt nur den schwarzen Hut mit. Den benutze ich sowieso, wenn dann überhaupt die ganze Zeit. Eine Laterne können wir mitnehmen. Das ist ja nicht so schlecht. Ein großer Astraltrank sollte reichen. Und ein großer Lebenstrank. Warum nicht mehr? A, habe ich sehr wenig. Und B, die kleinen reichen eigentlich. Meistens Zeit. So, hier 5 Stück? Nein. 3 reichen. 3 reichen. Hiervon könnte ich 5 mitnehmen. Bei längeren Kämpfen, ne? Haben wir noch Meeresfrikassee? Weil ich glaube, das ist alle. Das ist ganz schlecht. Dadurch, dass wir das nicht haben, müssen wir welches kaufen. Oder habe ich irgendwelches anderes Mana? Müssen wir was kaufen. Okay, hiervon können wir 8 Stück mitnehmen. Die brauchen wir ganz viel, weil es ja gerade kalt ist. Mineraltee reichen eigentlich 2. Und der hier oder reichen eigentlich auch. Ja, 3 nehmen wir mit. Passt schon. Jetzt noch ein paar Verbände. Und dann haben wir eigentlich schon fast alles, was wir brauchen. Gegengift. Gift. Ja, nehmen wir mal 2 mit. So, Gegengift haben wir jetzt noch. Wir haben noch nichts zu essen. Das kaufen wir unten. Trinken haben wir mit, Tränke haben wir mit, Verbandsmaterial haben wir mit. Falle! Guck mal da, hier. Fast übersehen. Stolperdrahtfallen, habe ich noch welche? Bin ich blind? Oh, und diese Sachen hier könnte ich eigentlich mal mitnehmen. Man weiß nie, wenn man unterwegs auf etwas stößt, wo man die braucht. Stolperdrahtfallen, habe ich keine mehr? Hatte doch welche. Da, guck mal, ich habe noch welche. Ja, 5 mit. So, noch 5 Eisennägel. 5 Eisennägel dazu. Und dann sind wir auch Fallen bewaffnet. Ja, passt. Maschinen wie Wasseraufbereiter in Cerso zu betreiben. Einige Laternenprototypen wurden gebaut, um sie als Energiequelle einzusetzen. Aber die Produktion erwies sich als zu teuer. Ja.
würde ich jetzt mal sagen, so eine Spule, so eine Batterie. Upala. Ah! Und jetzt sehe ich auf Q, dass wir keine Feuersteine mit haben. So. Jetzt müssen wir nur noch Essen einkaufen und dann kann es schon losgehen. Wo gehen wir denn heute hin? Also, wir haben, muss ich draußen nochmal gucken, aber ich würde sagen, wir haben das eine Banditenlager gemacht, wir haben das komplette Konfluxgebirge jetzt gemacht, wir haben die Festung Vendabel möchte ich nicht machen, ich finde, nee, ich würde sagen, den Pass, wo wir drin waren, wo die ganzen Geister drin waren. Ich sehe jetzt nur ein Meeresfrikassee, da nehme ich Turmip-Eintopf mit. Oder, warte mal. Ja, möchte ich, denn ich glaube, du hast alles an Utensilien da, dass ich mir mal schnell ein Meeresfrikassee selber kochen kann. Meeresfrikassee, wo ist es? Die Larveneier, ein Fisch und ein Seegras. Larveneier habe ich oben, ich brauche nur einen Fisch. Warte mal, Fische sind glaube ich auch unten. Ich hätte nicht gedacht, dass er nur einen Meeresfrikassee hat, sonst hätte ich jetzt gesagt, wir kaufen mal eben, weiß ich nicht, 5 Stück, aber er hat... Nein! Ich wollte kein Salzwasser sammeln. So, da vorne ist er auch noch irgendwo. Da. Gut, weißt du was? Ich mach das, bereite da nochmal eben schnell das Essen vor und dann machen wir uns startfertig am Tor auf. Bis gleich. Nur auch richtig auf die Pause-Taste drücken, damit man mich hier hört, ne? So, ich habe jetzt 6 Meeresfrikassee hergestellt. Ich hatte nämlich noch 2 Larveneier da. Und gucken wir nochmal. Mein Gott. Mit der Nase wird heute auch nicht mehr aufhören. Er hat nichts von dem, was ich haben will. Doch, weiß er. Warte, hat er. Seht ihr? Man kann die Edelsteine genauso kaufen. Und ich liebe Edelsteine. Ich liebe Edelsteine. So, 400 habe ich. Nehmen wir noch 3 davon dazu. Ach, geht nicht. 2 geht nur. So, schön. Ich hoffe, es gibt auch Diamanten hier in dem Spiel. Ich habe ja noch nicht alles gesehen. Wir haben ja bisher nur Berg und die Halbinsel. Berg und die Halbinsel. Aber ich meine, ich war selber schon mal im Singleplayer, also für selber spielen mal in den Sümpfen. Bin mir aber nicht sicher, ob wir da alles erkundet haben damals. Ich und mein Bruder. So, wo geht's jetzt hin? Konfluxgebirge haben wir. Ah ja, guck mal. Aber kann ich nicht... Nee, das war das. Ja, das war Autolaufen. So, wir haben das Konfluxgebirge. Da kann ich den wegmachen. Bei der Ruinen waren wir, da haben wir wegmachen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier... Ach ja, hier gibt es auch noch was, ne? Ich stehe gerade vor einem Haller hier. Ich würde sagen, wir gehen dann jetzt hier zur Festung. Und dann kommen wir ja wahrscheinlich hier hinten raus und haben dann hier alles noch, was wir erkunden können. Ja, da kommen wir hinten raus. Dann haben wir nämlich das hier noch und das hier noch. Und dann können wir danach die Festung hier machen. So, dann machen wir mal Speed hier an. Und geben mal ein bisschen Hackengas. Es wird nämlich kalt. So. Aber falls sich jemand fragt, ich weiß ja nicht, wie viel eigenes Wissen über dieses Spiel vorhanden ist. Ich erkläre es einfach mal. Falls sich jemand fragt, warum hier jetzt absolut gar keine Gegner mehr sind. Ich meine, dass es erst ganz spät wieder Respawns gibt. Eine gewisse Zeit am Anfang hat man Respawns. Aber... ab einem gewissen Punkt gibt es, glaube ich, dann keine mehr. Beziehungsweise erst sehr spät wieder welche. Ich muss noch eine anständige Verwendung für Eisenschrott finden. Sonst werde ich irgendwann damit Nägel herstellen. Und ich hoffe, es gibt ein ordentliches Rezept für Mais. Popcorn wäre cool. Hätte auch mal wieder Bock ins Kino zu gehen. Ich weiß aber nicht, was es für Filme gerade gibt.
welche laufen. Den letzten Film, den ich geguckt hatte, den ich selber auch gucken wollte, war der World of Warcraft Film. Die Filme danach waren eher so, andere wollten ins Kino und haben gefragt, ob man mitkommt. Und welcher war das? Ich glaube, das war dieser... Entweder war das Jurassic World 2 oder hier von diesen Superhelden. Black Widow. Dieser Film zu Black Widow. Einer von den beiden. Ich weiß nicht, welcher neuer ist. Ja, genau. Ich weiß nicht, welcher von beiden neuer ist. Der neuere ist auf jeden Fall der letzte, den ich von denen geguckt habe. Innerhalb der letzten paar Jahre. Und ansonsten, war ich sonst noch in irgendeinem Film drin? Keine Ahnung. Ich gehe nicht oft ins Kino. Nicht, weil es so teuer ist. Hier in Hamm ist es tatsächlich gar nicht so teuer. Vorher in Münster war es vergleichsweise viel, viel teurer. Hier geht das einigermaßen. Aber wahrscheinlich ist jetzt aufgrund von hier Inflation wieder, keine Ahnung, 15 Euro für so einen scheiß Kinobesuch. Bei 15 Euro, weißt du, was du da für alles einkaufen kannst, Mensch? Ah, was ist? Jetzt ab Freitag, letzte Woche, da war ich dann doch mal, musste man doch mal irgendwann einkaufen. Da waren wir beim Kaufland und da war seit langem mal wieder Krombacher im Angebot für 9,99 Euro die Kiste. Ich habe noch nie so viel Krombacher an der Kasse gesehen wie zu dem Zeitpunkt. Ich meine, das ist ja mittlerweile kostet, was kostet momentan eine Kiste Bier? 15 Euro würde ich sagen, einfach im Schnitt ohne Pfand. Und dann rechne ich noch Pfand drauf. Und wenn du dann irgendwie sowas wie, keine Ahnung, Heineken oder so nimmst, irgendein anderes Bier, was teurer ist, dann bist du direkt bei 20 Euro oder so. Und sonst war es, glaube ich, immer so die standard normalen deutschen Biere, so wie Veltins und so, bei 10, 11 Euro, glaube ich. Keine Ahnung. Und die teureren halt so 15, 16. Oh, ey. Einer war auch cool. Mit dem Einkaufswagen. Alles voll mit Krombacher. Und eine Packung Gouda. Eine Packung Gouda einfach drauf. Naja, wenn man mal zwischendurch was snacken will, ne? Der war so gut. Oh, Mann, ey. So. Jetzt sind wir beim Geisterpass angekommen. Perfekt. Geisteraugen wollen wir natürlich auch mitnehmen. Damit kann man nämlich die schönen dicken Tränke machen. So. Und hier 2 war mal nicht Schwert oder Licht? 3-1 war Licht, ne? Müsste ich nochmal gucken. 3-1 war doch Licht, ne? Ah ja, genau. Und 4-2 war Schwert. 1-2 war Defense. Und 4-3 war Falle. Aber jetzt müssen wir uns ja um ihn hier kümmern. Zu wenig mal. Oh fuck. What? Der kann mich durch die Tür. Und ich komm hier nicht weg. Sicherheit. Ja, es gibt Rache, Kollege. Es gibt Rache. Genau. Die Rache sieht so aus. Du läufst in meine Falle und stirbst. Hier liegen noch Sachen. Wasserschlauch. Den kann man immer gebrauchen. Ein Geisterfirnis. Da ist ein so ein fettes Ding. Das hat aber einen grünen Bauch. Das heißt, das hat irgendeine zusätzlichen Buff wahrscheinlich. So. Wisst ihr, woran ich gerade denken muss? Ich weiß nicht, ob jemand die Serie kennt. Berserker? Oder Berserk? Ist auch ein Cartoon oder Anime, wie man es nennen will. Ich meine, es gibt eine Neuauflage. Das ist dann eher Anime, CGI-mäßig. Und der frühere Zeichenstil, den würde ich... Ach doch, das zählt unter Anime, nicht unter Cartoon. Für uns waren es früher Cartoons.
Da musste ich gerade dran denken. An die Serie. Kann man von hier aus nicht öffnen, okay. Kommst du her? Wunderbar. Dankeschön. Es nimmt, also die Magiefalle, die nimmt echt eine Menge Arbeit ab. Muss man ja sagen. Also wenn ihr kein Magie benutzt, dann benutzt auf jeden Fall bitte Fallen. Denn ich kann mir vorstellen, dass normale Fallen... Achso, man kann hier nicht durch. Normale Fallen auch ziemlich gut sind. Es knallt da hinten voll. Oh. So. Ja, da knallt irgendwas. Oh, okay. Hier kann man nicht lang. Sind das Pilze? Nein, keine Pilze, die man aufheben kann. Nicht essbar. Das sind die Fliegenpilze. Die roten mit den Punkten. Sehen gut aus, schmecken nicht. Ich weiß nicht, ob sie nicht schmecken. Ich habe noch nie einen Fliegenpilz gegessen. Ist ja auch nicht gerade gesund. So. Dann laufen wir durch meine Falle. Und nochmal. Vielen Dank. Tür offen lassen, bitte. So. Hier müsste es zu der Kiste gehen. Wusste ich's. Recurve-Bogen. Ah ja. Interessant. Mana ist niedrig. Gefällt mir nicht, dass das Mana niedrig ist. Kümmern wir uns doch mal drum, dass wir ein bisschen mehr Mana haben. Zack. Das ist auch immer eine Umstellung. Die meisten Spiele benutzen ja den Begriff Mana. Und dann kommt Elder Scrolls. Magicka! Das ist kein Mana, das ist Magicka. Hm? Haben sich bestimmt vom Magi abgeguckt. Magi. K. Das Magi mit dem zusätzlichen K.A. Ja, keine Ahnung. Lecker, Hackmanit. Ich habe zwar immer noch nichts, wo ich das für einlösen kann, aber ich war ja auch noch nicht bei dem Punkt, wo... Opala. Bei der Stadt, wo man es einlösen kann. Ich habe einen Gang verpasst, ne? Ja. Das ist aber nicht schlimm. Da kann ich gleich noch zurückgehen. Ich will nicht, dass hier mir einer in den Rücken fällt. Die sind immer so auffällig, die Gespenster, ne? Die leuchten halt bis auf 40 Kilometer Entfernung lila. Danke, den Rest darfst du behalten. Mir fehlt es tatsächlich enorm auch an Kieskäfern. Es sind, nachdem alle Sachen hergestellt wurden, eine Menge Heiltränke sind rausgekommen. Das hat mich total gefreut. Da braucht man nämlich darum sich nicht mehr kümmern. Aber ein großes Problem. Viele Blutpilze übrig geblieben, keine Kieskäfer mehr. Das heißt, die Blutpilze werden jetzt in meiner Truhe wahrscheinlich verschimmeln irgendwann. Okay, wo ist denn jetzt der Seitengang, den ich nicht mehr genommen habe? Hier ist er. So, und da unten hat es häufig geknallt. Das heißt, hier sind nochmal Gegner. Verderbnis. Wollen wir da überhaupt runter? Ach ja, ich habe ja den Dingenssegen. Den kann ich hier anwerfen. Dann kriege ich nicht so viel. Besessenheit. Verwenden. So, jetzt muss man kurz schauen. Verderbnis, das ist es. So, und Besessenheit. Vollnes Schaden plus Widerstand. Das ist aber nicht richtig. Dunst. Verwenden wir den einfach auch mal. Und den. Krass. Jetzt bin ich ultra gebufft. Okay. Hab.
Was haben wir hier? Ein totes Gespenst. Bah! Kommt hoch! Raus hier! Immer noch ver... Ne, jetzt nicht mehr. So, ich hoffe, die kommen jetzt hier hoch. Der erste ist schon auf dem Weg, das ist sehr schön. Ah, nicht weiter runter. Dann kann ich die nämlich abballern. Und meine mega geile Blitze hier gleich. Pass mal auf. Mana alle. Und ich habe ein Problem. Ich habe kein Licht mehr. Licht war 3-1. Du wirst befleckt? Was bedeutet das? Kein Magiker? Kein Magiker, kein Mana. Was ist befleckt? Verderbnis, befleckt. Hungerrate 100% Blitzwiderstand minus... Was? Alles. Ja, jetzt haben wir sowieso schon den einen der Punkt da getriggert. Dann können wir ja auch runtergehen. Ich will kein abgestandenes Wasser. Ich will das Gespenst. Wer will denn schon abgestandenes Wasser saufen? Das ist ja ekelhaft. Albtraumpilze. Okay. Vielleicht sind die Albtraumpilze gegen Verderbnis. Die wachsen ja hier unten. Kann doch nur so sein. Alter, wie viel ist hier denn bitte? Sammel die doch! Oh! So, ich guck mal eben kurz in die Albtraumpilze. Wo haben wir sie? Der den Geist stimulieren kann. Kann. Aber er ist giftig, wenn ich ihn jetzt so esse. Ach, schlecht. Okay. Palladiumbruchstück und ein Saphir. Hier kann man runtergehen, ne? Ach, hier. Okay, aber jetzt haben wir noch nicht alles erkundet dort. Ich scheiße auf die Verderbnis. Ich will da gucken gehen. Irgendwas wird es da wohl schon geben. So, der Segen ist noch an. Komm mal rein da. Ohne Rücksicht auf Verluste! Nein! Muss ich lang? Hä? Hä? Hier stimmt was nicht. Oh, und ich habe kein IKC mehr drin. So, aber irgendwie muss man doch auf die andere Seite da kommen. So, Wasser. Wie kommt man da hoch? Hä? Gibt's auf der anderen Seite einen Gang, den ich nicht gesehen habe? Schauen wir mal nach. So, wie viel Verderbnis habe ich? 41. Ach du Scheiße. Ich hoffe nicht, dass man bei 100 stirbt. Das wäre schlecht. Das wäre ganz schlecht. Wobei, das wäre zu einfach, weil wenn man stirbt und dann wieder aufsteht... wobei, warte mal. Wenn ich sterbe, ist vorbei. Nein, ist ja gar nicht gut. Ich habe doch hier... Guck! Da! Oh!
die Verderbnis, die stinkt. Habe ich hier irgendeinen Gegner? Nein, sieht nicht so aus, okay. Schnell schauen. Schundhoffen. Her damit. Was ist das hier? Okay, nichts. Warum brichst du ab? Nimm mit! So, Kiste mitnehmen. Das war's wert. Das war's richtig wert. Ich hoffe, ich krieg das hier nochmal runter, ey. Aber muss ja sein, ne? Oder? Ich hoffe es sehr. So, dann gehen wir mal hier hoch, ne? Bevor wir hier komplett hochgehen, ne? Wir gehen ja jetzt ins Ungewisse. Mana-Trank. Astraltrank, Entschuldigung. Hä? Okay. Oh. Und tschüss. Wo ist denn der... Ah, da ist das Gespenst hingeflogen. So, vorsichtig jetzt, denn... Vorsicht, 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 lauf, lauf, lauf! Fuck, 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 die Tür ist zu! Ich hab immer mega Schiss vor den Dingern. So, das ist ein rostiger Vollstrecker. Wenn Davids Gastfreundschaft diese zerrissene Flagge eines notorischen Rebellen, den seine gerechte Strafe ereilte, kann verwendet werden, um neue, einzigartige Ausrüstung herzustellen. Ein Golem-Rapier? Wie viel geht das Golem-Rapier? 2 kaputte. Gut, dass ich das eine behalten habe. Und dann kriegt man was für eine Waffe raus? Ui, die ist aber nicht schlecht. Die ist aber echt nicht schlecht, du. So. Dicke Kiste. Gebetsclaimer. Haben wir jetzt nochmal. Okay. Ja, ich hatte es jetzt einmal verkauft gehabt. Dann haben wir das jetzt doch nochmal gefunden. So, wo ist denn jetzt hier der Hebel? Oder bin ich jetzt eingesperrt? Muss ich den hier wahrscheinlich nochmal ziehen, ne? Ich muss ja noch ein Foto... Oh, ich habe gar keinen Screenshot gemacht. Nein! Warte, warte. Ich muss ja noch ein Thumbnail machen. Jetzt war es doch Licht, ne? Nein, es ist... Hä? Ich habe ein Zweihandschwert? Ach ja. Okay. Interessant. So. Sekunde, ja? Muss hier noch richtig ausrichten. So, jetzt wird der Hut weggemacht und dann haben wir ein schönes Thumbnail, denke ich. So. Oh, 50 Minuten. Naja, gut. Dann gucken wir nochmal kurz. Hier gibt es doch irgendwo einen Weg, einen schnellen Weg zurück, soweit ich das weiß. Irgendwo noch einen schnellen Weg zurück. Hä? Ein Geist! Lauf! Wo kommst du denn her? Okay. Ach, warte, hier war das. Hier war das, hier war das, hier war das. Genau. Okay, ich kann den nicht abbauen.
dachte, das wäre ein Stein. Ein Mana-Stein. Aber es scheint kein Mana-Stein zu sein. So, und hier ist jetzt der Hebel. Zack, Türchen offen. Kann man auch schnell hier durchlaufen. Perfekt. Gut. Aber wir haben noch nicht zurück nach Serso. Wir wollen nämlich weiter auf der anderen Seite, denn die Taschen dürfte... Voilà. Ja, 88 Taschen gewischt. Da haben wir noch Platz drin. Und ich kann wegen der Verderbnis sowieso gerade nichts machen. Vielleicht finden wir auf der anderen Seite was, womit wir die Verderbnis wegkriegen. Ansonsten wird es irgendwann echt doof. Gut. Gucken wir uns nächste Folge an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, es kommt jetzt nicht mehr jeden Tag Outward, denn ich werde... Das ist ziemlich, ziemlich stressig. Zwei Aufnahmen gleichzeitig. Ja, ich nehme so viel auf, wie ich kann. Haut rein, bis zur nächsten Folge. Tschüss.